gehört. Burnout, die große Schwester der Depression. Mein Name ist Frank Weise, ich bin der medizinische Berater und Sachbearbeiter bei Rentenbescheid 24. Wir wissen, die globale Welt von heute mit ihren neuen Arbeitsinhalten, Arbeitsplätzen fordert den konzentrierten, 100% leistungsfähigen Arbeitnehmer zunehmend. Alle wissen aus ihrem täglichen Arbeitsumfeld, dass dies recht unrealistisch ist für viele. Ja, viele Menschen sind ja stresstolerant, aber auch eine ganze Reihe eben nicht. Die kommen eher an ihr Limit. Ja, damit sind sie eher gefährdet, so ein Syndrom zu entwickeln. Es ist kein neues Phänomen. Nur in dem Ausmaß, wie es sich jetzt zeigt, wird es doch recht dramatisch und breitet sich wie ein Ölfleck über dem Wasser aus, schillert noch nicht so schön, sondern recht dunkel und dramatisch. Jüngstes Beispiel aus der politischen Prominenz ist Sarah Wagenknecht, Linkspolitikerin, Parlamentarierin, Initiatorin der Sammelbewegung der Neuen Linken. Merkte plötzlich, dass die Vielfalt ihrer langjährigen politischen Arbeit und die Beanspruchungen sie doch gesundheitlich bedrängt haben. Ja, sie spürte, dass sie nur noch funktioniert hat, keine neuen Visionen mehr hatte, dass tatsächlich ihre Gesundheit in Gefahr kam, zog sich recht abrupt zurück mit dem Ergebnis, dass sie nach 2 Monaten in die Öffentlichkeit trat und sagte, erstens, Fraktionsvorsitz übernimmt sie nicht mehr. Zweitens, sie kann in der linken Sammelbewegung keine führende Rolle mehr machen oder wahrnehmen, weil einfach ihre Leistungsfähigkeit an die Grenze gelangt ist. Sie wird sicherlich mit neuen Visionen wieder auftauchen, aber im Interview bei Markus Lanz stellte sie eben fest, sie funktionierte nur noch. Es war also tatsächlich höchste Eisenbahn, dass sie dort einen Bruch vollzog und darüber nachdachte, wie sie ihre Zukunft gestaltet. Dieses Ausbrennen ist für viele bekannt. Ich habe auch aus meiner täglichen therapeutischen Arbeit ein Beispiel, eine Sekretärin, ganz verantwortlich tätig im Autohaus. Lange Jahre fand sie ihre Arbeit wunderschön, erfüllend. Ja, es war immer große Action in der Arbeit, hat sich über diesen Erfolg auch gut definiert und plötzlich tat sich eines Tages ein schwarzes Loch vor ihr auf und sie fiel hinein und fand sich erstmal so schnell nicht wieder. Und heute spreche ich mit ihr und sie sagt gewissenderweise, ich möchte meine Leistungsfähigkeit wieder haben. Ich will mein altes Leben wieder haben. Ich gehe zum Sport, versuche dort wieder meine Leistungsfähigkeit aufzubauen, mache einen sanften Yogakurs, eine Wirbelsäulengymnastik. Was passiert? Ich brauche 3-4 Stunden, um mich davon zu erholen. Was das bedeutet, denke ich, kann jede nachvollziehen. Ihr steht auf jeden Fall ein langer Weg bevor, dort wieder in ihr altes Leben, ihre alte Leistungsfähigkeit zurückzubekommen. Dies wären einleitende Fallbeispiele. Jetzt ein bisschen stenografisch, weil es doch ein weites Feld ist mit vielfältigsten Syndromen, Symptomen, werden wir gleich erkennen. Und Begleitbedingungen, um so ein Burnout-Syndrom zu beschreiben, ja, und die Entstehungsbedingungen so ein bisschen zu beleuchten. Burnout, erstmal, wen trifft es? In der allgemeinen Meinung denkt man, es sind die Führungskräfte, verantwortlich tätige Menschen. Nur zum Teil, es sind eher sozial engagierte Menschen, Menschen, die besonders im Bereich Pflege, ganz modern, ja, im Bereich Alten- oder auch medizinischer Pflege, ihr Letztes geben, an Menschlichkeit auch. Es sind zum Beispiel auch die Lehrer natürlich, es sind Sportler, nicht zu vergessen, aber auch Seelsorger zum Beispiel im christlichen Bereich und natürlich Familienangehörige mit Mehrfachbelastung, Beruf, Kinder, zu pflegende Angehörige, ja, also großes Problem. Allen gemeinsam ist, sie geben viel und sie bekommen aber recht wenig zurück an Lob, Anerkennung, wo wir sagen, der Energiehaushalt stimmt einfach nicht. Ja? Also es geht mehr raus, als wieder hineinkommt. Besonders gefährdet sind Menschen natürlich auch, die ihren Selbstwert ausschließlich über Arbeit definieren und dort kommt da was durcheinander, ja, die also die Kraft nicht aus Familie oder Freizeit oder Hobbys holen können, wo das also alles sehr nachrangig wäre. Was beschreibt denn jetzt so eine Persönlichkeit, eine typische Burnout-Persönlichkeit, die dort gefährdet ist? Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Perfektionismus.
Ehrgeiz, nichts Schlechtes, aber kann hier sehr störend wirken, wenn das eine gewisse Intensität hat. Das Helfersyndrom, besonders bei den Frauen ausgeprägt, wir wissen das aus unserer Lebenspraxis. Nicht Nein sagen können, auch leider hier die Frauen immer in dieser Erfüllung, in ihrem Erfüllungsdruck und versuchen, das Beste für Familie oder auch im Beruf herauszuholen. Ja? Die mangelnde Stressbewältigungsstrategien, also wenig Ausgleichmöglichkeiten und wieder Kraft zu schöpfen. Ja? Wie entsteht so ein Burnout? Ganz typisch ist schleichender Beginn. Ganz schleichend, gern wird es in der Literatur verglichen mit dem Alkoholismus. Ja, also ganz langsame, immer weiter sich entwickelnde Überlastungstendenz, bis irgendwann mal, ja, also Belastung, Erholung, Belastung bleibt groß, Erholung wird immer kleiner, also immer höheres Niveau und letztlich ist irgendwann der Akku schlagartig leer. Wir kennen es beim Handy, wenn der Akku kaputt ist, ja, funktioniert nicht mehr, geht dann noch eine halbe Stunde und dann ist er wieder leer, obwohl er gerade voll war. Also wirklich ganz schwierig. Symptome dazu, dass Sie vielleicht mal schauen, ob Sie dort Teile erkennen, wären Versagensgefühle. Es wäre, wir haben ein Gefühl der Sinnlosigkeit, Ängste vor eigentlich alltäglichen Anforderungen, Interesse an schönen Dingen lässt nach, Stimmungsschwankungen, natürlich Änderungen eher immer spontan in das Negative hinein. Wir fühlen uns müde, sind matt, relativ generell, ja, also haben Kraft, sind kraftlos, also fehlt uns ein Antrieb dort. Ja, ganz, ganz schwierig und natürlich auch Schlafstörungen ganz massiv, die sich entwickeln können. Körperlich bilden sich aus Schmerzen im Bereich, sag mal, Wirbelsäule, Rücken, Kopfschmerzen, ja, solche Dinge wie Reizdarm, eine fast Volkskrankheit mittlerweile. Im Bereich Herz-Kreislauf, Bluthochdruck, Dinge, Rhythmusstörungen. Häufige Infekte weisen darauf hin, dass das Immunsystem geschwächt ist durch diese Belastungen. Aber auch Hörstörungen, bekannt unter Tinnitus, der Mann im Ohr, mag niemand, will niemand, ist ganz furchtbar nervig, ein typisches Symptom. Was sagt die Seele dazu? Ja, volkstümlich finden wir da eine ganze Menge Dinge wie depressive Tendenzen oder Verstimmungen. Es geht Richtung Panikattacken, Angststörungen können auftreten. Wir sind verzweifelt, eventuell sogar schon hoffnungslos. Ja? Und es stellt sich immer öfter die Frage des Warum. Wir sind also einfach nicht motiviert mehr im Alltag irgendwas anständig zu bewegen und dort unseren Ansprüchen zu genügen. Ganz gefährlich, selbst der schönste Urlaub, selbst längere Erholungszeiten führen nicht mehr dazu, dass wir diesen Zustand, den ich gerade genannt habe, oder die Symptome abschwächen oder verändern. Also ganz problematisch. Bewältigungsstrategien finden wir Alkohol gern im Schwerpunkt der Männer zum Abschalten. Früh dann natürlich oder im Tagesverlauf Aufputschmittel, sei es jetzt Kaffee, sei es Energy, sei es andere Dinge. Aber selbst solche Dinge wie übermäßiges Essen von Süßigkeiten oder aber auch ein Kaufrausch, der also die innere Leere überdecken soll, kann dort einen Hinweis geben. Zum Thema natürlich, wenn das ganze Krankheitswert erreicht, vor allem diese genannten Symptome tatsächlich in dieser Stärke auftreten und in einer Vielfalt auftreten, stellt sich die Frage, ist man denn überhaupt noch beruflich leistungsfähig? Ja, das Problem dabei ist, aktuell ist das Burnout-Syndrom nicht als Erkrankung anerkannt international, ja, sondern es gilt als ein Problem, klingt sehr schön, der Lebensbewältigung. Ist natürlich, klingt relativ bagatellisiert. Denn neben dem Burnout-Syndrom kann es natürlich zu psychosomatischen Erkrankungen kommen oder aber auch zu einer ausgewachsenen Depression, die dann wieder anerkannte Erkrankungen sind und tatsächlich entsprechend zu einer Erwerbsminderungsrente führen können. Ja? Die insgesamt also resultierenden Symptome dieses Burnout-Syndroms können Krankheitswert bekommen, denn das Problem ist ja, dass sich, wie gesagt, die Krankheit schleichend entwickelt. Schleichend, unaufhaltsam nahezu dann zu diesem schweren Ausprägungsgrad führt.
Wenn dann die Leistungsfähigkeit massiv gefährdet ist oder nahezu erloschen, kann man natürlich und sollte man mindestens einen Reha-Antrag, aber auch einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellen. Im Einzelfall sicherlich, wissen wir auch aus der Praxis, schwierig durchzusetzen. Zum Thema Burnout-Syndrom finden Sie weitere Informationen auf Rentenbescheid 24. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Tun Sie etwas dafür. Herzlich, Ihr Frank Weise von Rentenbescheid 24.